freue mich ganz besonders, dass heute Kerstin Drechsel hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Kerstin. Kerstin, deine Arbeiten sind im Ficken 3000 entstanden. Das Ficken 3000 ist eine queere Bar mit Darkroom auf der Grenze von Kreuzberg und Neukölln. Ich weiß mal gar nicht genau, wozu es eigentlich gehört. Aus einer schwulen Perspektive ist das jetzt ja nichts Besonderes, ein Darkroom zu haben. Das Ficken 3000 ist aber auch dafür bekannt, dass es dort einen lesbischen Tag gab, wo der Darkroom natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Mit deiner Arbeit schließt du ja daran an, also dass der Platz von Bar und Darkroom und der Möglichkeit von öffentlichem Sex von einer weiblichen lesbischen Seite aus angeeignet wird. Magst du das Projekt nochmal aus deiner Sicht schildern, was da auf dem Spiel steht und auch wie es dann realisiert worden ist? Also insgesamt denke ich, dass dieses öffentliche oder semi-öffentliche Sexhaben sich nicht so etabliert hat bei den Frauen. Aber du hast gerade ein Wort benutzt, nämlich Aneignung. Ich glaube, diese Aneignung der schwulen Orte durch Lesben, das ist ein Stück weit auch eine Identitätsfrage. Eben queere Frauen, die sich vielleicht gar nicht ausschließlich als Frauen sehen, sondern auch immer an so einer Schnittstelle zwischen Mann, Frau, queer, also irgendwie einfach hybrid. Und jetzt habe ich zwar gerade einen Faden verloren, aber das war für mich ganz wichtig, um den Ort Darkroom im Ficken 3000 zu nehmen und dort Fotosessions zu machen, mehrere mit befreundeten Frauen. Wir waren 5 Leute und ausgehend von diesen Fotos, da habe ich dann relativ jahrelang Bilder gemalt. Das war so ein Anlass, das Foto. 5 ist ja selber schon, könnte man sagen, fast eine intime Zahl, also eine intime Arbeitssituation, die du da hergestellt hast. War das wichtig für die Art der Arbeiten, die dann auch entstanden sind? Ich glaube, das war super wichtig, dass wir zu fünft waren und nicht nur zu dritt. Weil zu dritt, das hätte ganz stark so eine sehr pornoähnliche Situation ergeben. Also vielleicht wäre vielleicht zu intim gewesen. Also so gab es immer, dass die fotografiert wurden, haben gewechselt und die anderen haben mal das Licht gemacht. Und ich hatte zwar immer die Kamera, also ich war immer in dieser Rolle, der mehr oder weniger voyeuristischen Rolle, wenngleich ich auch versucht habe, dass es nicht so voyeuristisch ist, wie Pornos sind. Sind die Fotos gestellt oder sind die Fotos so entstanden? Also sind die Motive aus der Situation heraus entstanden? Die sind aus der Situation heraus entstanden. Ich habe schon immer so gesagt, okay, wir nehmen jetzt diesen Platz innerhalb des Darkrooms, des Ficken 3000s und habe dann gesagt, bewegt euch doch jetzt mal vom Liegen ins Sitzen zum Beispiel. Und dann haben sie dabei aber das gemacht, wozu sie auch Lust hatten. Also das ist so eine Mischung aus Ansagen von mir und aber auch das, was sich entwickelt hat bei den Darstellerinnen oder bei den Frauen, die mitgemacht haben. Hast du bei der Fotosession was gelernt oder ist dabei etwas wirklich sichtbar geworden über intime Kontakte zwischen Frauen, was du vielleicht vorher noch nicht so verstanden hattest? Das ist natürlich eine ganz gute Frage, weil ich gucke sonst selten Frauen beim Sex zu. Ich bin dann eher beteiligt. Und da ich ein visueller Mensch bin, habe ich natürlich besonders drauf geguckt, wie agieren die Körper zueinander und wo tauchen sie im Dunkel ab, wo kommt das Licht hinein. Also das sind vielleicht eher gar nicht so Sachen, die mit Intimität zu tun haben, sondern eher mit Lichtsetzung und Malerei im weitesten Sinne, die für mich wichtig wurden, wobei es auch immer Teil von Identität, aber auch Intimität ist. Auf den Bildern kann man die Gesichter der Frauen nicht erkennen. Ist das wichtig gewesen? Das sind jetzt speziell hier auf diesen Bildern. Es gibt auch andere Bilder, wo einzelne Frauen eher im Porträt zu sehen sind, sogar auch, wenn man die Frauen kennt, wiedererkennbar. Aber ich wollte das auch ein bisschen wegholen von, das ist jetzt ganz speziell nur diese Person. Also ich wollte es so ein bisschen allgemeiner fassen.